Kannst du nicht beweisen, dass es Tauhid gab, dass es Monotheismus gab, kannst du nicht beweisen, weil der Monotheismus sagt, du brauchst keine Götze. Das heißt, du kannst niemals eine Götze vom Monotheismus finden, weil es keine Götzen gibt. Das heißt, du kannst höchstens sagen, vor 3000 Jahren an diesem Ort haben die Menschen bestimmte Götzen angebetet. Aber du kannst niemals sagen, dass es davor kein Tauhid gegeben hat, kein Monotheismus. Das ist totaler Quatsch. Das ist eine Idee, das wird als Wissenschaft verkauft, die rein auf Vermutung beruft. Genau wie Islamwissenschaft, die moderne, die sogenannte Orientalismus. 90% Vermutung. 90% Vermutung. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dies und das bestimmt aus diesem und diesem Grund gemacht und er hat bestimmt als Kind jüdische Dingsbums gefunden und den getroffen und die Juden, die haben ihm die Geschichten erzählt, dann ist er auf die Idee gekommen, ach ja, ich schreibe auch ein Buch. Aber kein Beweis, alles nur noch Vermutung. Der Prophet hat gesehen, dass die Juden ihm in Medina nicht gefolgt sind. Dann hat er die Kibla auf Mekka umgestellt. Vermutung, wie kommst du darauf? Und wie ich mich mit Islam beschäftigt habe, ich diese ganzen Bücher gelesen. Da habe ich gedacht, subhanallah, die haben überhaupt gar keinen Beweis. Da war ich noch kein Muslim, weil man einfach logisch gedacht hat. Das ist alles nur Vermutung. Wahrscheinlich hat er gesehen, er wollte dann erstmal den Juden imponieren, deswegen haben sie Richtung Jerusalem gebetet. Aber dann hat er gesehen, dass die Juden ihm nicht folgen, dann hat er die Qibla nach Mekka umgeändert. Vermutung. Aber Wahrscheinlichkeitsrechnung jetzt, wir wissen, dass der Islam die Wahrheit ist, steht im Koran, wir haben die Qibla umgeändert, als Probe für diejenigen, ob sie dir wirklich folgen. Kann rein mathematisch genauso richtig sein wie das andere. Aber aber wenn wir die anderen Faktoren, die logischen Faktoren der Aufrichtigkeit des Propheten herausziehen, dann sehen wir, dass es totaler Quatsch ist. Ja, weil der Prophet hätte ja theoretisch auch weiterhin Richtung Jerusalem beten können, weil er vielleicht denkt, dass doch noch einige Juden kommen oder einige Christen. Totaler Quatsch. So, aber die Erklärung vom Koran ist ganz deutlich, um die Leute auf die Probe zu stellen. Sind sie wirklich bereit, dir zu folgen? Das heißt, das, worauf sie sich berufen, diese sogenannten Wissenschaftler, sind alles nur Vermutungen. Er hat den wahrscheinlich getroffen, dann sagst du, wen hat er denn getroffen? Ja, wahrscheinlich. Was ist das für eine Wissenschaft? Alles Vermutung. Wenn es um Islam geht, immer Vermutung. Ja, wir haben da etwas gefunden, wahrscheinlich ist Hurul Ain nicht Hurul Ain, sondern Traube. Und die Muslime schreiben mir, was sagst du dazu? Kannst du da einen Rad drauf machen? Was soll ich da vorauf für einen Rad machen? Rad heißt Widerlegung. Da gibt es keine Widerlegung, das ist einfach nur Quatsch mit Soße. An den Haaren herbeigezogen. Ja, wahrscheinlich hat er einen Tannenbaum gesehen. Verstehst du, das ist alles nur an den Haaren herbeigezogen. Deswegen, wir müssen, wenn wir draußen sind, nicht immer auf jeden Quatsch reagieren. Genau wie diese Anthropologie der Religionen. Ja, ja, wir haben eine Götze gefunden, das heißt, der Götzendienst gab es vor Islam. Was könnte sein, es kommt jemand zu dir und sagt, nee, ist falsch. Ihr sagt, die Menschen haben am Anfang, waren sie Monotheisten. Die moderne Anthropologie der Religion sagt nein. Es war am Anfang Götzendienst. Fängst du an zu zucken. Hier, wir haben die Beweise von Koran und Sunna. Wo sind deine Beweise? Ja, wir haben eine Götze gefunden von vor 3000 Jahren. Also gab es da Götzendienst. Ach so, cool. Logisch. Voll das logische Argument. Also das heißt, 4000 Jahre vorher kann es keinen Monotheismus gegeben haben, weil es 3000 Jahre vor 3000 Jahren Götzendienst gab. Das ist totaler Schwachsinn. Das zweite Argument, was die Leute bringen, guck mal jetzt das zweite, guck mal diese Wholeness, diese Hohlheit von diesen Leuten, dieses Vakuum im Hirn. Guck mal, das zweite Argument ist,